Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vugago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry Primal, dem lustigen Reisespiel durch Orus 10.000 vor unserer Zeit, so vor Christi. So, wer nicht weiß, von was ich rede, hier direkt über mir, da ist das die Infobox, da ist der Link drin, um nochmal ganz mal vorzustarten, da ist der Link zur Playlist rein. Wenn ihr Bock habt, nutzt es. Dann sehen wir uns dann jetzt, ich glaube, nach 48 Folgen an dieser Stelle wieder. So, wir machen aber weiter mit, wir sind ja noch in dem Gebiet, wo wir den Nartenbär eingesackt haben und haben letztens auch hier den Außenposten. Das heißt, wir werfen erstmal einen Blick hier in die Vorratskiste rein. Aber wenn ich jetzt sehe, voll, alles voll. Wir sind ja gut unterwegs mit Rohstoffen. So viel können wir gar nicht verballern, wie wir noch haben. So, da ist nichts zu holen. Da ist noch was. Alles voll, bei den Fällen auch nichts. So, damit haben wir das geklärt. Übrigens, besagter Namenbär, das ist er. Dieser Freund hat aber noch keinen Namen. Wer Lust und Bock hat, dem Teddy hier einen Namen zu geben, der sei herzlich dazu eingeladen. So, apropos, kriegt er immer Leckerli. So, das nächste, was ansteht. Wir hatten ja in der letzten Folge, wollten wir ja das, Lichtlein da oben einnehmen. Das hat nicht so richtig funktioniert, einfach aus dem Grund, da ist einer weggeklippt, beziehungsweise da war einer verschwunden. Was persönlich nicht so toll fand. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun, da können wir uns auch noch drum kümmern. Das geht ja auch noch deutlich größer. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um das Leuchtfeuer. Soweit der Arbeitsplan für heute. Das heißt, wir müssen jetzt losgehen in diese Richtung hier runter. Ja, scheiß drauf, springen wir einfach mal. So, während wir laufen, können wir mal gucken, wie sieht es eigentlich aus. Oh, Pfeile technisch sollten wir vielleicht was tun. Und wir haben ja auch hier diesen Doppelfall. Mit dem verbrauchen wir ja eine ganze Menge Pfeile immer. Auch schön, auch die Speere nochmal auffüllen. Weil die Sache war ja die, wir haben ja da so ein bisschen, wie soll ich sagen, Action gehabt letztes Mal. So, Doppelfeile da, aber wir werden nicht permanent mit den Doppelfeilen rumlaufen, sondern mit den Longbow. Weil wenn nur ein Gegner da ist, brauchen wir nicht so viel Hackmack machen. So, das heißt, den Weg hier lang runter. Die Frage, können wir Meister Pets eigentlich auch reiten? Bei den anderen Bären konnten wir ja reiten. Können wir ihn auch reiten? Ne. Den Freund kannst du nichts. Außer streicheln. Reiten ist nicht. So. Warte, ich werde nicht sagen, Bärchen, aber du gehst mir gerade ein bisschen auf den Piss. Okay. Ja. Das ist das Problem bei Begleitern. Das hast du ja nicht nur hier in dem Spiel, das hast du ja eigentlich in jedem Spiel, dass Begleiter die anderen wo gewohnt haben, permanent im Weg zu stehen. Kannst du dich mal um den Bären nehmen? Okay. Bärchen kümmert sich. Wir rennen da mal unauffällig hinterher. Okay, da mal Mammut. Ich glaube, das ist ein Riesenmammut. Das kann man nicht reiten. Oder ist das Jungtier? Ich weiß nicht. Okay, die sind stinkig. Und ihr Freunde mal klar machen, dass das mein Bärchen ist hier. Okay, gehe gerade in die Hose. Ihn Feuer hintermachen. Ihn ja wecken. Okay. Das sieht ja schon mal wieder super aus. Kommt sie her. So, ihn jetzt auch noch mal kurz wieder noch mal wecken. So, der Bär kommt wieder zu sich hier.
Nochmal einen heißen Hinter verpassen hier. Also, es wäre schön, wenn der. Es wäre schön, wenn der Bär auch mal was tut. Okay, mit einem Judo-Wurf erstmal den. Das Mammut zerlegt hier. So. Eigentlich war das gar nicht mein Plan, hier Mammut zu jagen. Aber die haben sich ja förmlich aufgedrängt. Okay. Oh, du kommst ja kein Meter weiter. Hirschhaut mitnehmen hier. Bärchen. Wäre ein super mal aufstehen hier. Bärchen was geben. Oh, da mal hier noch ein Mammut rumliegen. Den auch gleich mal häuten hier. Und wir müssen unsere Speere wieder zusammenbasteln. Okay, Fleisch. Okay, du hast. Ach. Egal. Hier drüben ist auch irgendwas unterwegs. So, wie sieht's aus, Speere? Naja, einen haben wir noch. Was will es jetzt schon wieder töten? So, auch erledigt. Zivilisten. Ich weiß gar nicht, die kann man bestimmt irgendwie dazu überzeugen, dass sie bei uns mitmachen. Aber das hat leider noch keinen Plan wie. So, wenn wir hier dann endlich den... das Feuer eingenommen haben, das Leuchtfeuer gezündet haben, dann denken wir, wird sich auch das Problem ja deutlich vereinfachen. Ja, die spielen auch gerade mit Mammut. Oder besser gesagt, Mammut spielt mit ihnen. Interessant zuzusehen. Und was ist das da? Ach, Jacks. Ah, da gab es noch was. Wir brauchen noch weiße Jackfelle. So, erstmal müssen wir das Gebiet der Mammuts hier durchqueren. Beziehungsweise Süd hier noch was zum Sammeln. So. Den Gegenstand haben wir voll. Den Toten lassen wir da liegen. Das ist nicht unser Toter. Wer knurrt da schon wieder? Das ist auch extrem ungemütliche Gegend hier. Alle 40 Minuten würde ich irgendeiner umbringen. Sag mal, Jagd. Okay, die spielen mit Damm. Ja, beziehungsweise Mammut spielt mit ihnen. So, einen Blick hier reinwerfen, ob wir irgendwo Fische finden. Da drüben sind noch ein paar Leute unterwegs hier. Ja. Guck mal, die von hier wegsnipern können, ja. Jupp, der hat es auch nicht mal gemerkt. So. Alter Scharfschütze hier. Der Einzige, der was gemerkt hat, ist der dämliche Hirsch. Aber auch zu spät. So, weiter hier runter. Den Hirsch häuten wir den noch, weil den haben wir ja ehrlich erlegt. So, und dann gehen wir vielleicht... Ich weiß nicht, wie weit wir Jagdfälle brauchen. Aber das kann er ja ruhig machen. Weil dafür ist er da, da kann er sich nützlich machen. Jags jagen. Sollte ja für ihn jetzt nicht so die große Challenge sein. So. Einmal Jagdfell einsammeln. Okay. Die Mammuts wären dezent zu einem kleinen Problem langsam, weil die sind echt überall. Unsere weggesniperten Freunde liegen ja nicht mehr rum. Ah, egal. Da mal eine Ziege. Auf geht's. Weiter. Wir wollten ja eigentlich Leuchtfeuer anzünden. Und wir können wieder was bauen, habe ich gerade gesehen. Und zwar, was kann man hier bauen? Okay, Bombengürtel. Genau, dafür braucht man ja nur die Hirschhäute. Sollten wir auf alle Fälle mitnehmen. Mehr Bomben zum Bauen. Sowas brauchen wir ja oben. Haben wir ja eigentlich so gut wie alles durch. Außer die Axt. Ne, doch auch durch. Oben ist alles aktualisiert. Hier hätten wir noch ja die Pfeile. Beißfische. Das gestaltet sich langsam zu einem größeren Kettenwitz. Da brauchen wir Beißfische.
Also, ganz groß auf der Jagdliste stehen jetzt die Beißfische. Weil die brauchen wir echt dringend. Einfach, um den Pfeilköcher und zu erweitern und den Restling. Wildschweine. So. Hier irgendwas Spannendes unterwegs. Außer Wildschweine. Was gerade durch Lappen gegangen ist. Naja, wollen sowieso in die Richtung rein, zufällig. Fähigkeiten irgendwie was verbessert. Fähigkeit verbessert klingt gut. Da ist noch ein Sack. Unsere Tasche ist voll. Da ist noch nichts aktualisiert. Lagerfeuer entzünden. Ich weiß gar nicht, ob das Lagerfeuer entzünden überhaupt irgendwas bringt oder ob das einfach nur just for fun ist, um Pfeile anzuzünden. So, irgendwas wollte ich jetzt tun. Ich hab's bloß wieder vergessen. Wir könnten uns ja mal nochmal hier leicht unten anschleichen. So, da haben wir zwei Pfeile gebraucht. Aber davon haben wir wenigstens einen wieder gekriegt. Looten, was geht. Hier auch looten. Und gucken, da ist noch Gestein. Mitnehmen. So. Da ist irgendwo Wasser. Die Frage. Na egal. Wir gehen trotzdem mal weiter unserem Plan nach. Wir lassen uns diesmal nicht so sehr ablenken. Ist ja auch fast um die Ecke. Brauchen wir ja nur noch hier hoch. Oh, hier lang rüber, hoch. Hier geht auch ein schöner Weg lang hoch. So, da haben wir die Wildschwein-Nummer erledigt. Wäre witzig gewesen, wenn das unser Wildschwein gewesen, was wir schon angeballert hätten. So. So, einmal raufklettern. Mit dem schön eckigen Seil hier. Ich hoffe mal, dass wir diesmal mehr Glück haben und nicht wieder irgendeiner irgendwo reinbackt. Weil das wäre scheiße, um das mal höflich auszudrücken. Wir sind oben. So. Wer kommt da? Ach, Wildhunde. Hundis sind jetzt nicht mehr so unser großes Problem. Sondern unser Problem ist da oben. Wir wollen diesmal töten alle Gegner und entzünden das Leuchtfeuer. Ja, das haben wir schon gemacht, bis auf alle Gegner töten. Das hat der letzte nicht geklappt. Oh, was wir als erstes vielleicht tun sollten. Und zwar, wir sollten unsere Eule rufen. Um einfach mal ein bisschen Überblick kriegen von der ganzen Kacke hier. Oh. So, einer schon erledigt. Wo seid ihr denn? Ach, da. Es wäre schön, wenn der... Es wäre super, wenn der Bär nicht immer permanent quer im Weg stehen würde. So, der ist auch hin. Nein, so einer ist ja noch. Das kann ich auch mal. So, schnell Heilung hier. Direkt Nahkampf sind wir gar nicht so gut gegen den hier. Ja, doch, eher lieber das hier. Den ja. Und die Slow Motion sagt, diesmal haben wir wirklich alle erwischt. So, den noch ein bisschen aufwecken hier. Das ist schon echt heftig, diese Freunde hier mit ihrer Maske und schwingenden. So. Und da brennt es. Hochklippenleuchtfeuer. Das sind 18. Da haben wir schon mal die Hälfte von den Zeug erledigt.
So, schauen wir mal um, was hier passiert. Ja, braucht ein bisschen. Da können wir Heierchen machen. Drei neue Wurfbewohner. So, außerdem habe ich ja gesehen, wir haben 4 Erfahrungspunkte. So, was können wir denn anfangen? Geländeaufdeckung. Enthüllt 100. Das ist zwar schön. Seltene Pflanzen. Primäre Heilung. Stellt bei der manuellen Heilung plus 1 Gesundheit wieder her. Bisher 3 können insgesamt wiederhergestellt werden. Na, ist klar. Was haben wir denn hier? Sprinte endlos. Das ist auch super. Reduzierte Geräusche. Ist auch super Sache. Aber halte beim Ziehen gedrückt, um Tiere zu markieren. Funktioniert bei Kolben, Bögen, Speere. Die Markierungen sind permanent. Deine Eulenbegleiter kann ebenfalls Tiere markieren. Das wäre ganz schön. Laden beim... Das ist verlockend. Wie viel braucht man denn dafür? Fähigkeitspunkte. Wobei bei unserem Verbrauch an Feiern wäre das auch nicht schlecht. Aber ja, nehmen wir das, gerade weil wir ja noch einiges jagen müssen. Wäre das nicht verkehrt. Das musste das jetzt sein. Musste das jetzt sein, dass der hier uns die Einrichtung demoliert hier. Bären. So, kriegst du aber trotzdem ein Leckerli. Ja, tut er wieder einen unschuldig. So, wir werfen einen Blick auf die Map. So, was können wir anstellen? Ist zu Hause noch was zu tun? Hier ist noch die... Ja, zu Hause gibt es noch Missionen. Sollten wir vielleicht uns auch mal darum kümmern? Oder haben wir jetzt in direkter Nähe noch was? Ja. Gucken wir uns noch das hier an. Dann sind wir hier droben fast fertig. Oder hier unten kann man erkennen, die einzigen Orte entdecke das Land. Naja. Machen wir uns mal auf den Weg in diese Richtung hier. Da können wir vielleicht noch was befreien. Und Tiere jagen. Okay, wie kommt man denn hier runter, ohne zu sterben? Das wäre auch eine super Frage. Okay, hier können wir vielleicht noch ein Stückchen runter. Okay, Jungs. Und Mädchen. So, ich will ja den Kopf haben. Okay, war nix. War ein Satz mit X. Will man schon mal cool sein, schon verkackt man's. Krass, weil ich diesmal an Pfeile gebraucht habe hier. So, Kopfschutz. Einsammeln. Und wo ist der Rest? Der Rest liegt hier drüben rum. Auch Pfeil mitgenommen. Auch supi. So. Einmal kurz der Hund. Ein solches Rothund. Weil kann man einen Rothundfäller noch brauchen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir können uns hier den Weg hier hoch machen. Das wäre verlockend und hier ist genug Wasser. In dem Wasser könnten wir vielleicht nochmal nach den Weißfischen gucken. So, okay, dann würde ich sagen, wir wählen es mal hier lang hoch. Den unbekannten Ort mitnehmen. Weil es ist schon spannend, dass er so da so in so einer abgelegenen Nische drin ist. Okay. Wir schleichen uns mal von hinten an. Und versuchen da mal schön sauberen Takedown noch zu machen. Weil so ein bisschen Erfahrung haben wir jetzt ja damit. Oh, und damit ging das Licht aus. Splitter Takedown. So. Halt nicht den. Den brauchen wir ja. Um das hier ein bisschen den durchzuwühlen. So. Da haben wir den durchsucht und es geht langsam vorwärts weiter. Ich bin gespannt, was uns hier an dem Ort erwartet. Steinkessellager. Cool. Cooles Steinkessellager. Okay. Soweit, wie ich das überblicken kann. Okay, alles friedlich hier.
Wir können die sadistische Variante einfach mal machen. Ja, das war jetzt so die unfeine englische Art. So, wo ist denn... Ah, Tapire haben wir jetzt ohne Ende hier. Gut, mit dieser unfeinen englischen Art hier belassen wir das auch für heute, weil die Zeit ist wieder rum mit Let's Play Far Cry, Far Cry Primal. Wir haben es diesmal geschafft, das Leuchtfeuer auch anzuzünden und nicht 5 Folgen dafür zu brauchen. Wenn ihr Bock und Spaß auf sowas habt, gebt mir einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. So, ich bin Matt Burago und sag Servus und Ade.